So, Freunde, bevor wir mit dem Game anfangen, beziehungsweise mit Spielen anfangen, würde ich vorschlagen, beginnen wir es auf ganz entspannt und gucken uns mal ein Video von unserem guten alten Bratanski Unsympathisch TV an. Denn das war eigentlich das Video, was wir uns eigentlich hätten gestern anschauen können, haben wir aber nicht gemacht. Er hat schon auf das Video reagiert, das Video wurde schon geschnitten und das Video schon online gestellt, schon seit einer Stunde. Ich werde erstmal drauf reagieren. Bruder, der Hype ist vorbei. Wir fangen dann auch dann an. Wie ist das Video? Alge, glaube ich, oder? Alge. Weniger als 24 Stunden und schon fast 1 Million Klicks. Bruder, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Gucken wir mal rein. Das kann aber nur gut werden. Das kann aber nur gut werden. Sascha ist dabei, der gute alte Knossi ist dabei. Es kann einfach nur gut werden. Also Chat, seid ihr ready? Ich hoffe, ihr habt das Video noch nicht gesehen. Ich habe es mir extra für heute aufbewahrt, damit wir uns das gemeinsam anschauen können. Ich bin also auf jeden Fall richtig gespannt, richtig gehyped, würde ich sagen. Let's go. Heute ist es soweit. Heute geht es in die zweite Runde von Umschreiben. Heute gegen... Ich mal wieder. Sollen wir mal mitmachen, Chat? Lass mal alle gemeinsam mitmachen. Mal gucken, wie viele wir richtig erraten. Ich habe beim letzten Mal gewonnen. Unentschieden. Es war ein schöner Abend. Jens, für die Zuschauer, die nicht wissen, wie Umschreiben geht, ich erkläre es ganz kurz. Auch nochmal für dich. Gerne. Sascha hinter der Kamera hat zum Beispiel jetzt Fußballspiel als Begriff und er umschreibt es Jungs meistens Samstag 15.30 Uhr. Du sagst, Bundesliga ist nicht richtig, prinzipiell schon. Ich sag Fußballspiel, das ist genau das Wort, was er aufgeschrieben hat. Das ist sehr wichtig. Bitte, Alge! Theoretisch gesehen könnte man sich das jetzt auch sparen mit der Beschreibung, aber das ist einfach ein Klassiker. Es geht ja nicht darum, das Spiel wirklich zu beschreiben, sondern einfach nur, um dieses Prinzip beizubehalten. Ich würde sagen, erster Begriff, let's go. Er sieht auch gut aus wie so ein Redakteur auch von der Bild-Zeitung, von RTL, einer super. Das erste Wort, da geht es um ein Tier. Es ist ziemlich groß. Schmetterling. Hase. Fett. Elefant. Wal. Giraffe. Das ist ähnlich wie ein Elefant, aber in meinem Wasser. Ein Nashorn. Nilpferd. Was? Ein anderes Wort. Delfin. Du hast es gerade schon gesagt, aber ich habe... Einhorn. Happy Hippo. Nein. Das ist ein anderes Wort, also ich glaube, das ist ein lateinisches Wort. Das kennt man aber jeder. Hippoculus. Rhinoceros. Was? Rhinoceros? Was ist das für ein Wort? Habe ich noch nie gehört. Ich glaube, Sascha war echt zu viel. Minimal war, glaube ich, Sascha echt zu früh. Nein, da bin ich aber zuerst. Guck's dir an. Rhinoceros. Tatsächlich war Knossi. Und ich habe einfach, ich wollte, dass der Zuschauer es auch hört. Darauf, ja, genau. Deine Alge. Da geht's um eine Krönungsinsignie. Krone. Nein, das ist keine Krone. Zepter. Ritterstab. Ja. Ah, ich wusste wirklich das nicht gewusst. Zepter, wie soll ich als ein Kanake das Wort überhaupt kennen? Zepter, da wäre ich nie wieder gekommen. Also das nächste Ding kauft man im Kiosk. Und, Zigaretten? Nein, man kann auch damit Bier. Feuerzeug. Aber auch verlieren. Lose! Rubbellose! Ich verstehe, weil er so laut ist, verstehe ich den anderen Typen nicht. Rubbellose, hier ist die Nummer 1. Ich wusste es doch, das sind doch meine Themen. Du bist ein Bruder, Alter. Digga, Bruder. Was ist das für ein Bild? Knossi ist einfach ein Entertainer pur. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Knossi weiß einfach, wie man Leute zu unterhalten hat. Und das Allerwichtigste dabei, er hat selber Spaß daran. Und das ist, glaube ich, wirklich ihm nicht... also, man erkennt ihm das an. Muss echt los. Okay, nächstes muss schnell gehen, damit schneidet man. Schnittprogramm. Nein. Sony Vegas. Nein, man schneidet physisch damit, also man schneidet beim Essen. Messer. Ich verstehe, der Typ im Hintergrund ist einfach zu leise. Ich verstehe einfach nichts und die sind mir zu laut. Das nächste ist was, wo man hingehen muss, wenn man Kinder hat. Kinder. Krankenhaus. Was hat er gesagt? Hin? Er hat doch gesagt, wo man hin muss, wenn man Kinder kriegt, oder nicht? Das nächste ist was, wo man hingehen muss, wenn man Kinder hat. Wenn man hingehen muss, wenn man Kinder... Achso, wenn man Kinder hat. Okay. Ja, okay. Babyladen. Kindergarten. Nein, nicht Kindergarten. Kinderheim. Erzieherin. In die Schule gehen und dann treffen zu die Lehrer auf... Elternsprechtag. Nein, das war ich. Eige ist da, wir bleiben drin. Okay, beim nächsten... Knossi rasiert. Das ist was ziemlich Allgemeines. Und man benutzt es, um Sachen zu bedienen. Und es gibt es auch auf so Glücksspielautomaten. Und man Schnappknöpfe! Ja. Knossi rasiert alles weg. Eieieiei, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen, du. Das war wahrscheinlich das Erste, was ich wirklich akustisch verstanden habe. Aber einfach nicht drauf gekommen bin. Das ist der Wahnsinn, Alter. Das ist so einfach. Pietro Lombardi, du bist der Nächste, den ich wegflexe. Boah, das wär's. Pietro gegen Knossi. Oh, eieieiei, das wird schmecken. Chat, das wird richtig schmecken. Beim nächsten Mal, da zitiere ich mal Wikipedia. Ein auf Angriff ausgelegtes Gefühl. Aggression! Aggression, ja. An was hast du das? Alge, 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 Alge!
gibt. Beim nächsten, das ist eine Übung, die macht man beim Turnen. Ich glaube, Spagat! Haben wir als Kind hängen gemacht. Und man tut sich da quasi einmal vorne über. Oh, Putzbaum! Putzbaum, ja, scheiße! Scheiße, Alter, ich wollte es gerade sagen. Mir hat das Wort gefehlt. Du hast keine Chance, Junge! Lach doch mal! Fuck this shit, I'm out. Das nächste Wort macht man, wenn es heiß ist. Schwitzen? Ja. Das ist... Knossi ist einfach zu wild, wirklich. Also, ich muss sagen, in der letzten Episode hatte ich nicht das Gefühl, dass Knossi so gut in diesem Spiel ist. Der rastet ja gerade komplett alles weg. Ich kann jedem anderen YouTuber nur empfehlen. Guckt euch mal an, wie genervt Sascha ist, der Arme, ey. Hier mal hinzukommen, easy going und man sieht immer gut aus neben Sascha. Sehe ich gut aus, die Krone gerade? Also das nächste ist ein Abbild einer Person. Hä? Bild, Porträt. Porträt, ja. Ja, da kam welches nicht. Was? Habt ihr diesen Frust von Sascha rausgehört? Guck mal, wie der einfach guckt. So, er wird Knossi jetzt am liebsten komplett wegflexen. Der kennt da keine Gnade. Jedes Wort, was ihm gerade einfällt, einfach hintereinander. Bam, 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 raus. Wir gehen raus. Wir gehen Bücher, seid ihr dabei? Es ist eine extrem süße Süßigkeit. Und man isst es oft so auf Volksfesten und so. Und Lebkuchen. Der Mandeln. Gebratene Mandeln. Mit Marshmallow. Wie hieß... Ach nee, okay, auf Zuckerwatte wäre ich nicht raufgekommen. Wie hieß? Nee, doch, Lebkuchen, hat er schon gesagt. Okay, my bad. Auf Zuckerwatte wäre ich niemals raufgekommen. Ich hab kein Wort verstanden. Hätte er einfach gesagt, pinke Süßigkeit auf Kirmes oder so, wäre ich direkt draufgekommen, Bruder. Bis zum Ende gar nicht. Warst du weg? Ich war weg, ich war ganz woanders wieder. Ah, das war so klar, dass es kommt. Ah, jetzt können wir loslegen heute Abend und danach die Wacker-Wacker-Show. Das nächste Mal ist eine Sache, da spielt man so ein bisschen drauf hin. Gerade du machst Sieg? Viel. Nein, und wenn man halt im Game ist, dann ist es eigentlich so ein Ziel, wo man dann halt kostenlos weiterspielen Freispiele. Kann. Freispiele! Das kann nicht sein, warum nicht nur nicht? Nein, das kann nicht sein! In Ordnung, man muss auch gönnen können. Gönn doch mal! Jetzt geht wieder um das Spiel. Dieser Edit. Mensch, ehrlich nicht. Nein. Monopoly! Okay. Ich Monopoly! Baby, wir sind bei Mal 14. Okay, man kann es essen. Apfel. Es ist ziemlich klein. Birne. Es ist auch gesund. Aber Kirsche. Traube. Erdbeere. Okay, es ist keine Frucht. Tablette. Er sagt gesund. Er sagt Tablette. Genau diesen Blick hätte ich ihm auch gegeben. Tablette, Knossi, was ist falsch mit dir? Was hat er gesagt? Klein, gesund zum Essen. So Alu-Behälter. Schokolade? In so Dosen. Alu-Behälter? Und da sind ganz viele drin. Und das ist mal so zum Snacken abends vom Fernsehen. Bonbon! Eine Alu-Dose. Ja, Schokolade abends und Chips. Ja, aber das ist auch gesalzen meistens. Salzstangen! Erdnüsse! Brezel! Yes! Erdnüsse! Baby! Yes, die Nummer 1! Mission failed! We'll next time. Leute, falls euch das Video gefallen hat mit Jens, dann lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfrei haben. Ehrenbruder Basis. Ehrenbruder Basis. Bruder Erdnüsse, wie soll ich auf Erdnüsse kommen? Abends esse ich nur ein Eis und das ist nicht gesalzen. Holy Jesus. Ein Abonnement da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im letzten Teil, im dritten Teil, in einem Monat circa wieder mit Jens. Wenn es wieder ist. Wir sind wieder da. Bitte komm am Ende wieder ein... Wunderbar, Macarena. Ich komme an die Riviera. Ich fahre auch mit dir Jetski. Muss jetzt ein bisschen ehrlich gestehen, am Anfang fand ich Knossi einfach ein bisschen zu übertrieben. Aber ich glaube, da würde ich jetzt nicht ganz falsch liegen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass viele, die Knossi das erste Mal gesehen haben, diesen Eindruck auch von ihm hatten, dass er zu energisch war, dass er zu hyperaktiv war, weil man kennt das einfach nicht. Knossi ist meiner Meinung nach, es gibt keine Kopie von Knossi. Ich kenne niemanden, der weder noch ein Streamer ist, noch ein YouTuber ist und genauso verrückt und einfach unterhalten. Haltsam ist wie Knossi. Knossi genießt es einfach. Knossi ist alles scheißegal. Der zieht sein Ding durch und der macht das auch. Und er ist authentisch, weil er das so macht, wie es... Er ist auch in echt so. Also er verstellt sich jetzt nicht nur für die Streams. Man sieht das auch in den Stories oder in den Videos von den anderen. Auf seinem Gamescom-Vlog hat man das auch gesehen. Er ist eigentlich sehr menschenfroher Typ. Hätte ich ganz am Anfang nicht gedacht. Muss ich aber sagen, den Bruder feiere ich mittlerweile auf jeden Fall. Chokgüzel, Mann. Chokgüzel.